Ja, hallo, schönen guten Tag, ich bin der Julian und ich befinde mich hier im Süden von Thailand, im Spot von UBC, Una Bella Compagnia, und ich möchte euch heute einfach mal so an den aktuellen Ereignissen ein bisschen teilhaben lassen und was es denn alles so an Neuigkeiten gibt. Von der Sache her ist es so, dass ab sofort der Spot im Süden von Thailand vorhanden ist. Das heißt, ab sofort können Menschen, die das Fernstudium von Thomas im Schöpferwissen in seiner Vollständigkeit erworben, hier nach Thailand kommen und dann für einen bestimmten Zeitraum, so wie es ihnen reinpasst, einen Monat, zwei Monate oder drei Monate, hier in aller Ruhe dieses Fernstudium in der Ferne absolvieren. Wir haben inzwischen einen Bungalow-Katalog erstellt, den kann man sich anschauen, wer Interesse daran hat, auf der Seite ubc-unabellacompagnia.com. Dann mal reinschauen, ein Bungalow raussuchen, wenn man sagt, okay, jawohl, ich möchte meine Endprogrammierung und meine eigene Entwicklung voranbringen mit dem Fernstudium von Thomas, mit den Hilfen dieser wahrhaften Informationen und diesen wahrhaften Impulsen. Und dann, wenn ihr diese Unterkunft rausgesucht habt für euch, dann könnt ihr uns die mitteilen und wir werden die reservieren. Diese Unterkunft wird kostenlos in dem gewählten Zeitraum für euch von uns zur Verfügung gestellt werden, damit ihr eure eigene Endprogrammierung voranbringen könnt. Von der Sache her ist es so, dass diese Unterkünfte sind aber nicht für jeden zugänglich in dem Sinne, sondern nur für Menschen, die tatsächlich an ihrer eigenen wahrhaften geistigen Entwicklung interessiert sind und für Menschen, die sich entprogrammieren wollen und die Welt retten wollen, durch die eigene Rettung in allererster Linie und die Endprogrammierung. Das heißt also, diese Unterkunftsmöglichkeiten am Spot von Süden von Thailand steht immer nur dann zur Verfügung, wenn dieses Fernstudium in seiner Komplettheit erworben wird und der Mensch wahrhafte Absichten mit sich bringt. Von der Sache so her, vom Süden von Thailand, diese Unterkünfte werden verteilt sein, so dass jeder Mensch für sich alleine ist, und dafür gibt es auch Gründe. Die Vergangenheit und die Erfahrungswerte haben einfach bewiesen, dass es mehr Sinn macht, dass die Menschen, die ihre eigene Endprogrammierung alleine voranbringen, die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie alleine sind. Denn die Menschen neigen sehr stark zur Gruppendynamik. Und in diesen Gruppendynamik verfällt man leicht in Abhängigkeiten oder man stellt die Fragen im Außen anstatt sich selbst und macht sich von anderen Menschen abhängig. Was letzten Endes genau das Gegenteil von dem ist, was wir erreichen wollen, nämlich in die Eigenverantwortung, in die Selbstständigkeit zu kommen und uns frei von allen Abhängigkeiten zu machen und das strukturierte Prinzip der Liebe zu leben. Denn jede Abhängigkeit entfernt uns von der Freiheit. Und letzten Endes geht es darum, wieder in die Freiheit zu gelangen. Ja, das Fernstudium von Thomas ist bezogen auf die Endprogrammierung eine riesengroße Hilfe. Ich selbst mache dieses Fernstudium momentan fast täglich, so wie es mir reinpasst und wie die Impulse da sind. Erst heute Morgen habe ich wieder anderthalb Stunden in der Früh mir das Fernstudium angeschaut. Und mir ist gerade heute Morgen nochmal ganz bewusst geworden, dieser Wert von diesem Fernstudium. Einfach deshalb, weil der Thomas der erste Mensch ist, der durch das Gehen des eigenen Weges zu wahrhaftem Wissen gelangt ist, sich entprogrammieren konnte und dadurch erstmalig auch eine Hilfe für andere Menschen bei ihrer eigenen Entwicklung sein kann. Weil er im Wissen ist und die anderen nicht. Warum ist nur er im Wissen und die anderen nicht? Ganz einfach, wenn die Programme den Menschen überlagern, weil der Mensch sich fremdsteuern lässt, dann ist er nicht bei sich selbst und wird durch äußere Einflüsse gesteuert. Programme sind unter Umständen Aktions-Reaktionsmuster, also es kommt eine Information von außen und der Mensch reagiert. Aktion, Information von außen und eine Handlung folgt automatisiert hinterher, die vorher schon klar ist, bevor überhaupt was passiert. Und genau dieses
programmbehaftete Verhalten von Aktion und Reaktion gilt es aufzulösen. Das heißt zum Beispiel Sexualprogramm. Da läuft eine schöne Frau vorbei und Mann ist im Sexualprogramm. Information aus dem Außen, schöne Frau läuft vorbei. Aktion bzw. Impuls aus dem Außen und Reaktion. Man schaut beispielsweise dieser hübschen Frau hinterher. Genau dieses programmbehaftete Verhalten bringt eben diese Fremdsteuerung mit sich, wodurch überhaupt diese ganze Zerstörung passiert. Denn wenn jeder Mensch bei sich selbst wäre und zu 100% das strukturierte Prinzip der Liebe leben würde, dann würde es keine Zerstörung geben. Und auch Thomas hat das schon vor langer Zeit erkannt, als er nämlich schreibt in seinem Buch, die Liebe ist die Kraft, alles entstehen zu lassen und alles gehen zu lassen, was nicht zu uns gehört. Und auch erst kürzlich habe ich in einem Fernstudium-Teil genau Thomas darauf nochmal eingehen hören und in diesem Zug auch auf den Satz von Grabovoi, dann ist er auch zu sprechen kommen, wahre Entwicklung findet dort statt, wo es keine Zerstörung gibt. Und an diesem Ausmaß der Zerstörung im eigenen Leben, die durch die eigene Entscheidung getroffen werden, kann auch jeder Mensch sehr schnell überprüfen, wo man denn gerade steht. Ich habe jetzt erst vor kurzem, vorgestern mit Thomas telefoniert, davor ein, zwei Tage diesen Seminarteil von im Fernstudium gehört, wo genau das mit dieser Zerstörung angesprochen wurde und mit der Liebe, in diesem einen Satz, was Liebe ist. Und dann hat er mir am Telefon nochmal Impulse gegeben, nämlich hat er bezogen auf unsere Situation gerade. Momentan ist es ja so, dass Mark, Heiko und ich den Spot hier im Süden von Thailands betreuen und Thomas und Julia nach Afrika weiter sind. Und bei uns ist es halt einfach so im Projekt, dass immer wieder mal Zerstörung passiert. Nur lässt sich dabei feststellen, dass diese Zerstörung nicht durch Thomas passiert, das ist mir inzwischen verständlich geworden, sondern durch uns, das heißt, die wir Thomas umgeben, das heißt Mark, Heiko, Julia oder ich, und zwar immer genau nur dann, wenn wir programmbehaftet uns verhalten, das heißt, uns fremdsteuern lassen. Und Thomas hatte dann vor 2-3 Tagen in einem Telefongespräch zu mir gesagt, Julian, verstehe, was hier passiert. Wir setzen uns tagtäglich dafür ein, für die Rettung der Menschheit und dass wir immer wieder neue Dinge ins Leben rufen und immer weiter die Rettung voranbringen und so weiter. Uns aktiv an der Rettung beteiligen durch die Handlung. Aber, hat er gesagt, schau auch hin und verstehe, was hier alles passiert, denn es passiert immer wieder Zerstörung, hat er gesagt. Und dann ist mir im Nachhinein in diesem Zusammenhang mit diesem Fernstudiumsteil, den ich damals gehört habe, dann ist noch viel klarer geworden. Nämlich, die wahre Entwicklung findet dort statt, wo es keine Zerstörung gibt. Die Liebe ist die Kraft, alles entstehen zu lassen, alles gehen zu lassen, was nicht zu uns gehört. Also, die wahre Entwicklung findet dort statt, wo es keine Zerstörung gibt. Und Zerstörung passiert immer dann, wenn wir das strukturierte Prinzip der Liebe nicht leben. Wenn wir uns fremdsteuern lassen durch Angst, durch Hass, durch Neid, durch Verachtung, durch Missgunst und so weiter. Also keine wahrhaften Absichten verfolgen. Und die Liebe ist die Kraft, alles entstehen zu lassen und alles gehen zu lassen, was nicht zu uns gehört. Das heißt, die wahre Entwicklung und das Entstehen des Paradieses oder das Finden des Weges und aus die Rettung der Menschheit liegt im strukturierten Prinzip der Liebe. Und die Liebe hat die Kraft, diese ganzen Programme gehen zu lassen. Und momentan ist der Thomas der einzigste Mensch, der auf diesem gesamten Planeten, der das strukturierte Prinzip der Liebe lebt und dadurch die wahrhaften Impulse geben kann, weil er im Wissen ist. Warum ist er im Wissen und sonst keiner? Das ist ganz einfach erklärt. Denn alle anderen Menschen sind zu unterschiedlichen Graden programmbehaftet. Reagieren programmbehaftet und Programme verhindern, dass wir Menschen bei uns sind, weil wenn wir im Programm sind, dann sind wir fremdgesteuert. Wenn wir fremdgesteuert sind, dann sind wir nicht wir selbst. Und dadurch wurde der Zugang zum Wissen blockiert. Ja, und erst kürzlich hat sich das wieder bewahrheitet, sowohl, dass es Sinn macht,
das Fernstudium in Eigenregie im Alleingang zu absolvieren, am besten in der Ferne, aber auch nicht in Gruppen zu gehen und Gruppendynamiken zu verfallen. Wie ihr wisst, ist Franziska eine der ersten oder die erste, die diesen Schritt gewagt hat, aus Deutschland rauszugehen und sich dazu entschieden hat, jawohl, eigene Endprogrammierung, ich habe verstanden, worum es geht. Ich weiß, es geht um meine eigene Rettung mit der Endprogrammierung, mit dem Kommen ins intuitive Wissen zu kommen, das strukturierte Prinzip der Liebe zu leben. Und ich habe verstanden, dass es in Deutschland sehr schwer ist, das umzusetzen und dass es viel besser ist, mal aus diesem ganzen Trott rauszugehen, in die weite, breite Welt hinaus und dort meine Endprogrammierung zu absolvieren. Ja. Auf diese Dinge werde ich jetzt nachfolgend direkt auch nochmal zu sprechen kommen, aber was ich jetzt noch in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ist, dass dann Franzi zu uns gekommen ist. Sie hatte dann schon über 30 Teile des Fernstudiums absolviert und das ist auch erkennbar an ihrer Entwicklung, denn Franziska war bereits im November letzten Jahres im damaligen Seminar anwesend auf Koh Phangan. Das war, zu diesem Zeitpunkt war ich auch im Seminar da, bevor ich dann eine Zeit lang alleine unterwegs war, da programmbehaftetes Verhalten bei mir dazu geführt hatte, dass diese Fremdsteuerung zu zerstörerischen Ereignissen geführt hatten und das dafür nicht gut für die Rettung der Menschheit und das Projekt war. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen, sondern dass Franziska damals schon da war und ich sie damals kennengelernt habe, vor über einem halben Jahr. Und sie war dann am Seminar, ist dann wieder zurück nach Deutschland nach diesem Seminar und hat dann dieses Fernstudium absolviert, über 30 Teile. Und ich habe dann Franziska wieder gesehen. Und ich war sehr positiv überrascht von dieser Entwicklung, die sie genommen hat. Denn es ist sichtlich erkennbar bei ihr sofort gewesen, dass die Bereitschaft zur Handlung da war und nicht nur das Labern, sondern tatsächlich auch der Wille, in die Handlung zu kommen. Und dass der Wille da ist, hat sie bewiesen, schon allein dadurch, dass sie ihre Ausbildung abgebrochen hat, dann alles gecancelt hat in Deutschland und dann hier nach Thailand gekommen ist und sich dazu entschieden hat, ihre Endprogrammierung durchzuführen. Sie ist davor zum Beispiel auch noch nie Roller gefahren und hat innerhalb von kürzester Zeit gesagt, jawohl, ich will jetzt Roller fahren lernen und ich weiß, Angst gehört nicht zu mir. Und es geht darum, sich geistig zu entwickeln oder halt sich überhaupt zu entwickeln. Dieses Wort geistig können wir auch mal weglassen, sich zu entwickeln und in die Handlung zu kommen. Und das ist dann passiert. Wir hatten dann aber, und daran erkennt man, dass momentan Thomas der Einzige ist, der tatsächlich bereits im Wissen ist. Heiko, Marc und ich hatten dann Franzi angeboten, direkt im Garten bei uns mitzuwirken. Hatten aber nicht verstanden, noch nicht zu 100%, oder es einfach überhaupt nicht verstanden, noch nicht aus den Ergebnissen der letzten Zeit und letzten Seminaren zu lernen, dass die Voraussetzung dafür, dass jemand direkt zu uns kommen kann oder auch erstmal es wichtig ist, seinen eigenen Weg zu gehen, das heißt das Fernstudium vorher in seiner Komplettheit zu absolvieren und dann sieht man weiter. Und das hatten wir eben den Fehler gemacht, dass wir dann Franziska direkt zu uns gelassen haben. Was meine ich damit? Den Fehler gemacht. Ist damit nicht gemeint, dass Franziska gekippt wäre oder sonstiges. Nein, aber es hat sich abgezeichnet. Franziska hat ja dann im Garten sofort ist in die Handlung gekommen. Die Handlung war ersichtlich. Nur was dann passiert ist, dass sich Franziska schleichend, ohne dass sie es selbst unter Umständen wahrgenommen hat, schrittweise ein Stückchen von uns abhängig gemacht hat. Es ging dann so weit, dass ich vor kurzer Zeit mal morgens, ich bin aufgestanden, runter vom Schlafzimmer zum Küchenbereich, bin einen Kaffee gemacht, bin hoch, habe das Fernstudium absolviert. Komm nach dem Fernstudium runter und was sehe ich? Ich sehe morgens um knapp vielleicht um 9:30 Franziska bei uns am Küchentisch sitzen, Kopfhörer auf, Fernstudium absolvieren. Alles klar. Und das war für mich der klare Hinweis darauf, dass hier was schief läuft. Und auch Thomas hat diesbezüglich im Telefonat davor
mir wertvolle Impulse geben. Denn Franziska war an dem Morgen da, klar, sie ist erst in den Garten gegangen, hat im Garten ein bisschen was gemacht, aber hat sich dann bei uns an den Küchentisch gesetzt und das Fernstudium absolviert. Was sich da einfach abzeichnet hat, ist, wie bereits gesagt, diese Verführung, in Gruppendynamiken, sich auf Gruppendynamiken einzulassen und sich abhängig zu machen von anderen. Und genau das hat sich dann in der Hinsicht abzeichnet, denn man muss verstehen, dass Franziska jetzt erst vor kurzer Zeit nach Thailand gekommen ist und gerade dabei ist, sich von einigen tief sitzenden Programmen, wie das Familienprogramm oder die Angst vor der Einsamkeit einfach nur aufzulösen und zu erkennen, dass sie nicht zu niemandem braucht, sondern eigenständig ist, selbstständig ist, selbstständig agieren kann und dass sie alles realisieren und umsetzen kann, was sie tatsächlich will. Ja, und dieses Programm hat dann gegriffen. Sie saß am Küchentisch. Wir haben dann mit Franziska das Gespräch gesucht und haben das angesprochen und Franziska hat es sofort verstanden, was sehr, sehr positiv ist und auch zeigt, dass das Fernstudium einfach seine Wirkung hat, nämlich dass das verstanden wird. Es wurde angesprochen, erkannt und dann wurde es verstanden. Und Franziska, wir haben dann mit Franziska gesprochen und ich habe dann zu Franziska gesagt, pass auf Franziska oder Franzi, wenn du bei uns sitzt am Küchentisch und du sitzt da, weil die Programme laufen, weil du Angst hast, alleine zu sein, Angst vor der Einsamkeit oder die Nähe zu uns, die Abhängigkeit suchst, diese Programme bedienst, dann kannst du an diesem Küchentisch sitzen, mit den Kopfhörern auf und das Fernstudium hören, aber da wird wenig bis nichts reingehen. Warum? Weil du in diesem Moment nicht bei dir bist, sondern diese Programme vor dir sind und überlagern und verhindern oder erschweren, dass die Information, die wahrhafte Information in Form von den Impulsen durch das Fernstudium von Thomas zu dir gelangt. Und was ist passiert? Franzi hat genau das zu mir bestätigt, dass sie gesagt hat, ja, das ist krass. Also genau das konnte sie beobachten bei sich selbst und verstehen. Sie hat jetzt dann auch gesagt, ja, sie will dann nochmal anfangen, weil es eben sich das abzeichnet hat. Und genau das, da gibt es mehrere Sachen zum Sagen. Zum einen zeigt es, dass momentan Heiko, dass Thomas der Einzige ist, der im Wissen ist, weil er das sofort auch aus der Vorne immer wieder alles direkt erkennt und versteht und uns wahrhafte Impulse gibt, als auch, dass Heiko, Marc und ich diese Situation eine Zeit lang nicht erkannt hatten, beziehungsweise dadurch, dass wir überhaupt dieser Situation so Raum gegeben haben, entstehen zu können, das damals zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verstanden hatten. Also programmbehaftet verhalten haben. So, Heiko, Marc und ich arbeiten, wie auch Julia und jeder andere Mensch, wir im Team arbeiten alle an unserer Endprogrammierung und auch wir bedienen uns des Fernstudiums. Und ich kann nur für mich sprechen, mir hilft es sehr. Man muss nämlich auch dazu sehen oder dazu sagen, diesen Entwicklungsweg, den Thomas gegangen ist, und man kann sich, das habe ich zum Beispiel heute gemacht, mal von Schöpferwissen TV, wo der Erkenntnis- und Erfahrungsweg von Thomas ja seit dem Gründung oder ins Leben rufen von Schöpferwissen TV dokumentiert wurde, mal den Entwicklungsweg anschauen, was da passiert ist, was sich da innerhalb von kürzester Zeit, von ein, zwei Jahren, was da realisiert wurde in der Tat, in der Handlung. Und daran erkennen die auch das wahrhafte Wissen und die Anwendung des Wissens, was bei diesen ganzen Quantenphysikern und Uniprofessoren und überall fehlt. Die reden sich den ganzen Tag mundfusselig, machen schöne, interessant klingende YouTube-Kanäle hier über Biophotonen und Licht und dies und das. Nur bleibt es blanke Theorie. Schaut euch an, wo die vor einem Jahr stehen, schaut euch an, wo sie jetzt stehen, schaut euch an, wo sie vor zwei Jahren stehen, schaut an, was sie realisieren, was sie handeln. Und misst an ihren Taten, wo sie tatsächlich stehen, in der eigenen Entwicklung und
an der Entprogrammierung und mit dem Wissen, wo das Wissen tatsächlich ist. Ja, aber nochmal zurück zu dieser Thematik mit Franzi. Franzi wohnt bei uns ziemlich in der Nähe und Franzi hat es zum Glück, sie hat es einfach verstanden und erkannt, dass es so ist und nimmt diese Impulse dankend an und hat auch selbst zu mir gesagt, ja, sie hat auch festgestellt oder bemerkt, dass sie jetzt momentan noch nicht so weit ist. Und es ist ehrlich und es ist wahrhaft und es ist auch die Wahrheit. Und jetzt gilt es einfach für Franzi, diese Programme loszuwerden und dieses Fernstudium nochmal alleine zu machen oder halt diese Teile, so wie es intuitiv bei ihr ist und sich nicht durch diese Programme, also alleine zu machen von da an, wo sie jetzt gekommen ist, wo sie diese Gruppendynamik sozusagen, wo sie da dieser Verführung verfallen ist, in die Abhängigkeit zu gehen und die da nochmal anzusetzen und das Fernstudium alleine zu machen, um eben diese Zerstörung nicht mehr zuzulassen. Okay, ich habe noch 3 Minuten Aufnahmezeit. Dann würde ich sagen, ich mache kurz einen Break und bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder zurück mit mehr Speicherkapazität auf der Kamera. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Es ging um Franzi und die Erkenntnis von Franzi, dass sie sich von der Gruppendynamik verführen hat lassen, dadurch und von der Angst vor dem Alleinsein diese Programme überlagert haben, was dazu geführt hat, dass sie beispielsweise das Fernstudium öfter bei uns im Haus absolviert hat, anstatt bei sich zu Hause. Was dazu geführt hat, dass durch die Programmüberlagerung die wahrhafte Information nicht ankommen konnte und dadurch letzten Endes ja, die wahrhafte Information, die Impulse nicht angekommen sind oder nicht so in dem Maße ankommen konnten, wie sie hätten können. Und dem Verstehen, dass es so ist, erkennen, verstehen und jetzt handeln. Das heißt, dass Franz sich jetzt tatsächlich nochmal komplett für sich alleine das umsetzt. Und genau an diesem Aspekt erkennen wir, wie wichtig es ist, nicht mehr in Gruppenseminare zu gehen oder in Gruppendynamiken überhaupt im Allgemeinen und dass die beste Art und Weise der Entprogrammierung darin besteht, komplett alleine für sich zu sein und nochmal einen draufzusetzen, nämlich, das ist was wir erkannt haben jetzt, vor allem auch Thomas, aber auch wir, dass diese Raumwechsel sehr wertvoll und wichtig für die Entprogrammierung sind. Denn wir haben gerade das Beispiel Franzi gehabt mit dieser Gruppendynamik. Und wie sieht es denn aus? Man kann, wenn man jetzt dieses Fernstudium erwirbt, das Fernstudium in Eigenregie also umsetzen. Nur in welchem Umfeld geschieht es? Bei den allermeisten Menschen, also nehmen wir mal Deutschland, im gewohnten Umfeld, Familie, Freunde, Arbeit, Job, Beruf, Freundin, altbekannte Stadt, Ortschaft und so weiter und so fort. Und genau dieses Umfeld ist dieses Umfeld, das euch seither wo diese Programme auch vor allem stattfinden oder seither stattgefunden haben und durch Aktions-Reaktionsmuster euch fremdgesteuert haben. Einfaches Beispiel, ein Junge oder ein Mädchen hat erkannt, dass hier um die Rettung des Planeten geht, beziehungsweise dass dieser Planet versklavt werden soll oder die Menschheit bereits komplett fremdgesteuert ist, transhumanoide Roboter sind und will jetzt sich wahrhaft entprogrammieren. So, jetzt erwirbt er das Fernstudium und fängt an, das Fernstudium zu Hause zu machen, was auf jeden Fall sinnvoll ist, es in Eigenregie alleine zu absolvieren. Nur ist es jetzt so, dass er in seinem gewohnten Umfeld ist, zum Beispiel bei seinen Eltern wohnt, und dann immer wieder, da er zum Beispiel dieses Programm laufen hat, andere missionieren zu wollen, mit seinen Eltern in Konflikt gerät. Und dann gibt es morgens die Diskussionen, Riesendiskussionen. Und dann passiert es immer wieder, diese Diskussion. Er zieht sich dann wieder zurück ins Zimmer und will das Fernstudium absolvieren. Aber da er sich dann von diesem Programm davor steuern lassen hat, eventuell emotional wurde,
aggressiv, aber nicht aggressiv im Sinne von kontrolliert aggressiv zu sein, um was zum Ausdruck zu bringen, sondern sich emotional hat mitreißen lassen, kann er das Fernstudium absolvieren, aber es geht nichts rein. Oder aber die Freundin, bei jemand anders kursiert ständig die Freundin im Kopf in Form von Gedanken, wo wir wissen, dass Gedanken nicht zu uns gehören. Oder. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen, wie diese Programme greifen oder auch die Menschen ablenken. Das heißt, sich mit Freunden wieder zu treffen und oder was es auch ist. Es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten in diesem gewohnten Umfeld. Und das nächste ist das, dass diese künstliche Matrix natürlich die Menschen belohnt, die sich vor dieser Eigenverantwortung drücken und vor der Entprogrammierung und davor in die Handlung zu kommen. Weshalb es einem ja so schön warm und wollig warm gemacht wird und man überall in diesem künstlichen System sozusagen es einem bequem wird, sich einzurichten. Es ist irgendwie immer in den meisten Fällen für alles gesorgt. Und wenn man mal Probleme hat, dann kann man sich an Freunde wenden oder an die Familie oder. Irgendwie ist in diesem System, wird es einem immer bequemlich gemacht. Vor allem, um nicht in die eigene Handlung zu kommen. Jetzt ist es aber so, dass diese Eigenverantwortung sehr wichtig ist, wenn es um die Rettung der Menschheit und die eigene Rettung geht. Denn die eigene Rettung liegt in der Eigenverantwortung tatsächlich. Und wenn wir das strukturierte Prinzip der Liebe, zu der gehört auch die Eigenverantwortung. Und wir müssen wieder, das ist das, was Thomas mich auch mehrmals schon darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist, dass wir Menschen wieder begreifen, in die Eigenverantwortung zu kommen. Selbst eigene Entscheidungen zu treffen, aber auch die Verantwortung für unsere Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Und genau dafür kann es sehr hilfreich sein, einfach mal aus Deutschland rauszugehen, beispielsweise aus Deutschland, an einen komplett neuen Ort zu gehen und alleine zu sein. Denn wenn dann niemand einkauft, ist nichts im Kühlschrank da. Wenn niemand einen Ausflug organisiert, wird er keinen Ausflug machen. Wenn niemand recherchiert, wo es dies, das, jenes zu tun gibt oder Möglichkeiten gibt, dann wird das nicht gemacht und so weiter und so fort. Es liegt alles immer dann in der Eigenverantwortung. Und es ist leichter, sich dadurch zu entprogrammieren, denn die Menschen, bei denen man vielleicht seither die Informationen oder die Antwort im Außen gesucht hat, die sind jetzt nicht mehr da, wenn man jetzt alleine ist. Und Menschen, die vielleicht auch gewisse Programme bei einem getriggert haben oder auch Ereignisse, Umstände, Umgebung und so weiter, all das wird jetzt erstmal gewechselt. Das heißt, man distanziert sich von den Gewohnheitsmustern und von dem, was seither war und kann sich komplett erstmal auf sich konzentrieren, auf die eigene Entprogrammierung in einer ruhigen, schönen Gegend und dadurch bestmöglichste Erfolge zu erzielen. Und das ist auch der Grund, also es ist sehr wichtig, dies zu tun, auch diese Raumwechsel für die eigene geistige Entwicklung, einfach diese ganzen gewohnten Verhaltensmuster mal zu sprengen, weil das ist nichts anderes wie Programme, roboterhaft ablaufende alltägliche Schemen, denen man jeden Tag bedient, Programm, nichts Intuitives, nichts Wahrhaftiges, diese ganzen Muster zum Sprengen. Und einfach anfangen, die Dinge intuitiv zu machen. Und da kann es sehr hilfreich sein, einfach mal 1, 2, 3 Monate rauszugehen. Am besten Fall gar nicht mehr zurück dann zu gehen nach Deutschland, sondern einfach raus in die breite, weite Welt und sagen, jawohl, ich habe es verstanden, alles klar und los. Und die eigene Entprogrammierung voranzutreiben. Ja, so viel zu diesem Aspekt der Entprogrammierung und des Fernstudiums. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnen kann aus meinem eigenen Erfahrungsweg, wenn man sich lange Zeit an einem Ort befunden hat, zum Beispiel bei mir, und dann passieren irgendwelche gewisse Ereignisse, wo dann einem das Denken anfängt. Wir wissen, das Denken gehört nicht zu uns, aber viele Menschen sind von diesen Denkschleifen fast vollkommen besetzt und diese Denkschleifen kreisen immer wieder um gewisse Themen. Und was bei mir einfach feststellbar war, ich hatte das auf Koh Phangan ziemlich stark, dass meine Gedanken,
dass ohne dass ich es wollte, aber es war einfach da, gewisse Denkschleifen da waren und sich um gewisse Themen kreist haben. Und dann dieser Raumwechsel weg von Pangan, erstmal mit Thomas unterschiedlich reisen, viele verschiedene Orte zu sehen, beziehungsweise halt auch im Sinne der Rettung und im Sinne des vorankommenden Entwicklung des Projekts, gewisse Aufgaben zu erledigen, sind wir dann mal nach Phuket oder Hua Hin und so weiter. Dann dieser Umzug nach Kanom und dann später der weitere Umzug mit dem Spot weg von Kanom, neuen Spot errichten, also viele Raumwechsel. Und dadurch bin ich aus diesen manchen dieser Denkschleifen rausgekommen, die sind jetzt einfach weggefallen, die sind nicht mehr da. Was es mir leichter macht, mich entzuprogrammieren. Weil anstatt diesen Gedanken und diesen Denkschleifen zu folgen, kann ich mich jetzt auf meine eigene Entwicklung mehr konzentrieren. Und darin liegt die große Chance für viele Menschen, die das wirklich erkennen und es auch verstehen und dann auch hoffentlich, also wenn sie es verstehen, auch in die Handlung kommen. Weil wo die Handlung ausbleibt, da wurde irgendwas noch nicht verstanden. Ja, so viel dazu. Zur Entprogrammierung und zum Fernstudium in der Ferne. Das heißt, Spot Süden Thailand ist jetzt dann der erste Spot, wo jetzt aktuell tatsächlich dieses Fernstudium in der Ferne umgesetzt werden kann. Es werden noch weitere Spots folgen, möglicherweise sogar in naher Zukunft. Und wir werden diese Sache natürlich im Spot Süden Thailand ausweiten, denn der Süden Thailand ist ein dehnbarer Begriff, ist ein Umfang. Eine größere Gegend und wir wollen ja auch, wie gesagt, dass jeder für sich ist. So, weitere Informationen zu dem Spot Süden Thailands findet ihr auf der Internetseite ubc-unabellacompagnia.com. Da gibt es einen Bereich für den Spot Süden Thailands. Wenn ihr Interesse habt, diesen Katalog könnt ihr auf Anfrage per E-Mail erhalten. Dann könnt ihr nach den Unterkünften schauen. Vielleicht noch zum Allgemeinen, zu diesem Entprogrammierung durch das Fernstudium in der Ferne. Es ist so, wie gesagt, jeder, der wer ab sofort dieses Fernstudium in seiner Vollständigkeit erwirbt, das heißt, jetzt kommt und sagt von Teil 1 bis Teil 67, jetzt erwirbt, der bekommt von uns die Möglichkeit, hier eine Unterkunft für ein paar Wochen bis einen Monat, zwei Monate, drei Monate, je nachdem wie er möchte, kostenlos eine Unterkunft zu mieten, beziehungsweise wir tragen diese Mietkosten für euch, um einfach nochmal ein bisschen mehr einen Anreiz zu schaffen und für die Menschen und eine Hilfestellung zu bieten, tatsächlich diesen Sprung zu machen, da rauszukommen. Diese Menschen können dann also, die das wollen, eine dieser Unterkünfte raussuchen. Wir tragen die Mietkosten für den Aufenthalt. Wie es sich bei manchen dieser Unterkünfte ist noch unterschiedlich mit Wasser- und Stromkosten. Das wird dann im Spezialfall oder halt in den jeweiligen Fällen nochmal einzeln gesprochen, wie das zu handeln ist. Das wird vermutlich dann von den Menschen selbst zu tragen sein, als auch die Anreisekosten, wie Flugkosten, sie müssen natürlich selbst übernommen werden. Wie läuft das Ganze ab? Von der Sache her so, wie gesagt, ihr stellt, wenn ihr es wollt, die Anfrage auf den Katalog, schaut euch eine Unterkunft an. Wir reservieren die vorher dann für euch. Das Fernstudium wird vorher bezahlt. Ihr organisiert euren Flug selbstständig in Eigenverantwortung. Das ist schon der erste Schritt zur Entprogrammierung. Auch dahingehend zu beweisen, dass man es will. Ich will das, also gehe ich den Weg. Ich sehe den Weg also und ich gehe ihn. Dann nach Thailand anzureisen, in einen Flughafen, der in der Nähe ist. Wir machen dann den Treffpunkt aus. Ihr macht einen Treffpunkt aus mit einem dieser Spot-Ansprechpartner-Betreuer, das falsche Wort, weil hier wird niemand betreut, denn hier ist kein Unterhaltungsprogramm und wir sind ja auch nicht zum Spaßen da. Wir sind als Ansprechpartner, stehen wir zur Verfügung, können gegebenenfalls Impulse geben, damit ist es aber auch, das ist es, denn es geht ja darum, in die Eigenverantwortung, in die Selbstständigkeit zu kommen, die Fragen sich selbst zu stellen, und die Antworten bei sich selbst zu finden und in die Handlung zu kommen. Erkennen, verstehen, handeln. Genau darum geht es bei der Endprogrammierung und genau das ist der Inhalt des Fernstudiums auch. Okay, wir werden dann also einen Treffpunkt ausmachen. Ihr werdet euch dann vor Ort
irgendwo mit einem Ansprechpartner an einem vorher ausgemachten Standort treffen. Dann werden wir euch diesen Bungalow zeigen. Wir werden euch die schriftlichen Unterlagen fürs Fernstudium, also Unterlagen überreichen, die Daten geben und im besten Fall dann geht es direkt bei euch los. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch an uns wenden. Wir können euch zum Beispiel Impulse geben, bezogen auf Rollermietung, Motorradmieten, Automieten oder andere Dinge. Nur, wie bereits gesagt, es wäre wünschenswert, auch das und alles andere in Eigenregie zu machen und es selbst auf die Reihe zu kriegen. Aber wie gesagt, wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und können Impulse geben. Es wird aber kein Unterhaltungsprogramm oder regelmäßige Treffen stattfinden. Okay, von der Sache her ist es so, diese Umgebung hier, wir befinden uns jetzt in der Nähe, wo wir sind. Es sind ruhige Gegenden. Wir sind gerade in einer Gegend, wo kaum Tourismus ist. Also sehr schön ruhig. Es hat hier Strände in der Nähe. Und die Bungalows von der Sache her so, die werden auch in ruhigeren Gegenden sein. Vorzugsweise naturbelassen oder am Strand. Ja. So viel dazu. Das war es jetzt von meiner Seite bis dahin. Und wie es dann so weitergeht und so weiter, das wird sich dann zeigen und es wird dann nachfolgend noch weitere Beiträge geben zu den aktuellen Ereignissen und was so passiert. Wie bereits gesagt, die Informationen findet ihr auf ubc-unabellacompagnia.com. Der Link wird unten in der Leiste angezeigt werden. Für alle, die Interesse haben, können nachschauen, euch informieren. Und ja, das war's von meiner Seite. Bis dahin, Julian.